Wunsch in Erfüllung oder aber wird es tatsächlich schrecklicher, als man sich das vorstellt? Tatsächlich, der Markt aktuell zeigt sich nicht besonders stark. Im Gegenteil, wir haben eine sehr starke Bewegung im Moment nach unten und zwar über alle möglichen Indizes. Sowohl der DAX geht nach unten, der Dow Jones geht nach unten, alles Mögliche zeigt nach unten, das einigermaßen schnell. Noch ohne Drama, noch keine Panik angesagt hier, was das angeht, aber trotz alledem zumindest mal ein bisschen furchterregend. Ob ich wirklich furchterregend aussehe, das weiß ich nicht, aber ich bin hier mitten in Tokio, in Shibuya. Hier ist Halloween, alle möglichen Feiern. Ich kann mal eben noch mal einmal hier den Rundblick machen, dann kann man ein bisschen sehen, wie das hier sonst so aussieht. Es ist Feiertagsstimmung hier natürlich dann in Japan. Trotzdem, die Märkte waren offen, aber jetzt ist hier Feiern angesagt auf dieser Seite. Für all diejenigen, die im Gold unterwegs sind, ist möglicherweise jetzt ebenfalls Feiern angesagt. Denn nachdem der Markt sehr stark runtergekommen ist, schießt er im Moment sehr, sehr deutlich nach oben. Und das ist kein sehr gutes Zeichen, was den Aktienmarkt angeht. Ich will es noch nicht beschreien. Es ist nachvollziehbar, dass wir eher am Ende der Aufwärtsbewegung sind. Aber wie viel Platz tatsächlich da noch ist, das werden wir sehen. Noch ist nichts passiert, aber die Geschwindigkeit des Marktes, die spricht zumindest mal eine klare Sprache dafür, dass da noch mehr Potenzial nach unten da ist. Also Vorsicht ist angesagt. Es kommen heute Daten. Morgen kommen noch mal Zahlen aus Amerika zu den Arbeitsmarktdaten. Die können ebenfalls noch mal bedeutend sein und vielleicht größere Bewegungen triggern. So, mir verschwindet die Stimme. Außerdem wird hier noch ein bisschen gefeiert. Ich muss mich wohl der Sache hier anschließen. Wir sehen uns später noch im Markt, dann wieder ungeschminkt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.